Wir schreiben die Nacht auf den 24. Tag des Saatmonds, 3 hoch 8 Jahre nach Väterchens Auszug. Wie jeden Tag haltet ihr ewige Wacht über die Bergfreiheit Koshim. Vor vielen Generationen haben eure Vorväter und Urgroßmütter gegen Pyrdakor gekämpft und ihm sein schwarzes Feuer gestohlen. Eingesperrt in die tropfenden Höhlen des Kosh wacht ihr Zwerge über das verderbte Element, die schwarze Drachenflamme. Unter euch, ungefähr 10 Schritt Tiefe, die Ebene, die bewaldeten Hügellande der Menschen. Wir befinden uns an der oberen Pforte und halten unsere ewige Wacht. Naja, und dann habe ich zu ihm gesagt, Holger, du musst einfach dein Bart rasieren. Und das fand er lustig. Ja, hast du denn zu viel Pferdöcker gesoffen? Schlägt dir das auf den Magen oder was? Du kannst doch einer Zwerge nicht sagen, sie soll ihren Bart abrasieren. Man kann sagen, so ein kleiner Flaum muss ja doch stehen. Sieht doch gut aus. Schön weich ist er auch inzwischen. Kann ich mal fühlen? Schön flauschig, das war gut. So ein kleines Zöpfchen flechten. Ach. Er muss groß und grummelig sein und da muss ordentlich Asche rein. Jetzt kommen doch die Drachen. Das ist doch jedes Kind. Ja, diese ganzen Abenteurer-Zwerge, wie sie mich aufregen. Nur weil sie ausziehen und Abenteuer erleben und vielleicht den einen oder anderen Drachen töten, sind sie wohl irgendwas Besseres als wir. Irgendwer muss schließlich Wacht halten. Ich hab zu meinem Ururenkel jetzt gesagt, dein Väterchen hat dir Wacht gehalten, dein Urgroßväterchen hat dir Wacht gehalten und du machst das auch. Und er sagte mir, nein, ich will Abenteurer werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Solche Rumtreiber haben wir gerne. Kann ich mir vorstellen. Bei uns in der Firma gibt's das nicht. Haben wir ja. Das gibt's nicht. Eine Schande ist der Junge, das sage ich euch. Jawohl. Nachher also, kommt er noch mit so einer Elfenbraut an. Was? Angrosch bewahre. Diese spitzohrigen Bastarde sollen wegbleiben. Kannst du auch alle ja, nicht trauen. Drachenmagie-Gelumpe. Richtig. Alles Magier-Gelumpe. Unsere Familie, die Sippe der Hoffams, die haben schon seit ewigen Zeiten in dem Buch des Hasses und Buch des Zorns haben wir 5 Elfennamen stehen. Damals, vor, lass es gut 1600 Jahren gewesen sein, als sie an die Oberfläche kamen das erste Mal. Ja, da haben wir uns mit denen gestritten. Wir wollten dann die Bäume haben und dann haben sie Nein gesagt. Die Bäume gehören uns. Ist das zu fassen? Die stimmen doch. Die Bäume gehören ihnen? Wie sollen wir das Kohle? Wie sollen wir das auch aus Kohle machen? Wollte gerade sagen. Angrosch, Besitz ist unser Besitz. Angrosch schuf die Welt und die Welt gehört uns. So war es schon immer. Ihnen noch eher den Drachen. Die Bäume wachsen doch nach. Was stellen die sich so an? Dann nehmen wir ein paar Bäume und machen daraus Kohle. Wie sollen wir denn das vernünftig schmieden? Sind die blöd? Wollte gerade sagen. Unterirdisch wachsen keine Bäume. Es dauert ja nur so 30 Jahre, bis so ein Baum nachwächst. Also das ist doch keine Zeitspanne. Das ist doch nix. Also da vorne den Baum. Hier, von hier aus, wo ich ihn sehe, im Tal. Den habe ich schon gesehen, als er noch ganz klein war. Und jetzt ist er schon ganz schön groß. Ich erinnere mich nur dran, als wäre es gestern. Ja, Bäume. Pff. Kohle, das ist vernünftig. Und Stahl. Kohle und Stahl. Das ist unser Geburtsrecht. Aber sag mal, habt ihr gehört, dass sollen wir ein paar Menschen in die Bergfreiheit eingedrungen sein? Also, was ist eingedrungen? Eingeladen. Aber mir sind Menschen in der Bergfreiheit nicht ganz sicher. Eingeladen? Was? Das muss doch mit irgendeiner Hexerei vor sich gehen. Ja. Eingeladen. Das sind Drachen in Verkleidung, ich sag's dir. Drachenmagie. Wer hat die denn eingeladen? Wer macht denn sowas? Ich glaube, das war der. In dieser neumodischen Kindergärten einrichten. Ich glaub, das war der Sohn vom Bergkönig Gillemon. 1000 Jahre war kein Langbrenner mehr in der Bergfreiheit. Und jetzt fängt er damit an. Ich weiß auch nicht, was er soll. Kurz ist mal Albrax aus dem Haus. Und meint, er muss irgendwie Krieg spielen mit den Menschen. Und dann passiert sowas. Tanzen die Höhlenratten auf dem Tisch. Wenn der Hochkönig mal nicht da ist. Auf Albrax. Auf Albrax. Und ich ist er bald wieder da. Ich habe lange keinen Witz mehr von ihm gehört. Ist aber auch lustig, ne? Die Witze von ihm sind die besten. Ja. Habt ihr es gespürt? Was? Das war so ein bisschen. Hatte kurz das Gefühl. Entschuldigung, das war ich. Mein Magen. Kein Bier mehr? Was? Nein! Sag doch nicht, das Bier ist aus. Ach, doch. Also, ich habe auf jeden Fall einen Schluck. Ach. An meinem Gürtel ist auch noch was. Also mein kleines 5-Liter-Fässchen für den Tag ist noch, doch, schwingt das, ist gut.
Ihr seid geizig, ihr teilt nicht mit uns. Einen Schluck kann ich wohl abgeben, aber ihr nehmt immer gleich so einen Schluck, das ist wie drei Schlücke von mir. Ich trinke gemäßig. Ich bin halt groß für eine Zwerge, kann ich ja nichts für. Was war schon wieder? Die Erde brummt. Ist das dein Magen? Nee, das war ich nicht. Hm. Ich war es deiner? Auf. Weiß ich nicht. Duschak hebt das Fässchen hoch, legt das Ohr dran. Nee, aus meinem Fässchen kommt da nichts. Aber nur schwapp, schwapp. Für gutes Zwergenbier brauchst du richtige Pilze. Das stimmt. Ansonsten ist ja kein Zwergenbier. Vielleicht sind das die Pilze, die wachsen? Ich trete auch mal so auf den Brummen, doch sonst auch nicht. Vielleicht so neumodische Pilze von den Langbeinern? Kann ich mir schon vorstellen, nee, dass die brummen. Wir nicht. Langbeinerpilze. Sind die dann auch lang? Stimmt. Und groß. Und die brauchen bestimmt auch noch Licht und sowas. Pah. Tusch, es geht mal zum Rand und will mal denen die Kante hinunterschauen, ob hier unten jemand ist. Und klopft mal den Hang hinunter. Schaust nach draußen in die Dunkelheit, wieder vor dir die Bäume, die leicht im Wind schwanken, ein bisschen Regen, oder Nieselregen, der dann von oben herunterkommt. Aber deine Augen haben sich natürlich an die Dunkelheit gewöhnt, wie die von allen Zwergen. Keiner zu sehen. Muss ich die Armbrust laden? Ist da einer? Ich sehe nix. Ich höre auch nix. Tujax zuckt mir die Schultern, kommt wieder zurück. Das war wohl nix. Ich hatte Angrosch nicht beim Schlafen einmal rumgedreht. Ja, das ist natürlich richtig. Das passiert ab und zu mal. Also auf diese komischen Momente, würde ich sagen, nehme ich einen Schluck. Man nimmt einen kräftigen Schluck. Ja, willst du auch nochmal, Mordax? Ja, ich will die Hände mit. Aber machst du nicht wieder gleich leer? Schluck? Schluck? Hey. Das war gut. Ganz ruhig. Ja, genau. Hier. Nimm den. Na, Max, nimm den Schluck. Ja, warte. Gib mal her. Oh, mal gucken, ob ich's leer krieg. Untersteh dich, du Gierlappen. Großen Schluck genommen. Ja. Ich reich's mal in der Runde weiter. Los, Martox. Lass dich nicht so. Lass dich nicht lumpen. Nee, Martok schon wieder, da kannst du vergessen, der hat gerade schon. Der muss doch nochmal. Ach ja, Holger hat den Schmerz im Leib. Hier, nimm ein Bier. Genau, ich hab Hunger, danke. Zwergenbier ist gut gegen Hunger. Da sind ja Pilze drin. Alles drin, was du brauchst über einen Tag. Ja, topper Sparax, auch du sollst was haben. Also weiter geht, haben wir bald nichts mehr. Wann kommt denn der nächste Lieferraum? Das ist von meinem Onkel gemacht. Der sagt, der macht da von den Pilzen die wichtigsten Dinge mit rein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich muss mir irgendwann mal erklären lassen, was die wichtigen Dinge vom Pilz sind. Letztens hatten wir so ein Fässchen Oberflächenbier dabei. Das hat mir auf den Magen geschlagen. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, bestimmt von den langen Beinern gemacht. Da muss man immer von furzen. Ja, und das auch. Drachenzeug. Das bestimmt aus diesen langen Pilzen. Ja, bestimmt so Langpilze. Hoffentlich pflanzt die nicht bei uns an. Wir brauchen gute Dunkelpilze. Gute Dunkelpilze, da kommt auch gutes Dunkel. Wenn die uns einschleppen, stell dir mal vor, die wachsen dann und dann wachsen unsere guten Pilze nicht mehr, die Dunkelpilze. Und dann müssen wir die so klein machen, dass die langen Pilze da gar nicht drin wachsen können. Plötzlich merkt ihr, wie die Zeit um euch herum langsamer wird. Alles bewegt sich nur noch in Zeitlupe. Und ihr werdet, so wie ihr gerade steht, auf der hohen Pforte angehoben. Die Steine rucken nach oben. Ihr schaut, ohne dass ihr es versteht, in die Gesichter der anderen. Könnt euch nicht mehr wirklich bewegen. Und seht dann, wie die Pforte unter euch, 10 Meter ist sie groß, aufschwingt. Feuer, was daraus herausregnet. Schwarzes, loderndes Feuer. Und eine gewaltige Explosion, die gesamte Pforte erschüttert. Und ihr darauf in die Luft wirbelt. Immer noch alles in Zeitlupe. Ihr könnt sehen, wie Martox die Haut lebendig verbrannt wird, in seiner Kettenrüstung geknechtet wird, das Fleisch langsam anfängt zu blubbern, Hulkas Haare verbrennen in einem Feuersturm und ihr allesamt verbrannt werdet. Dann schlagt ihr wieder auf, seid immer noch am Leben, obwohl ihr tot seid. Ihr schaut aus euren aufgeplatzten, verbrannten Augen nach oben in den Himmel unter euch. Ihr habt die Orientierung verloren.
Ihr könnt sehen, dass der Alagrim nach oben stiebt. Ein Wesen aus Rauch und Feuer. Der Odem von Pyrdakor, im Zeitalter der Drachen geraubt. Nun befreit durch Menschenwerk und Paktiratum. Unter euch brennt der Berg, schmilzt der Stein und Gold, was unter euch blubbert. Ihr könnt tief in das Innere des Berges sehen, komplett aufgerissen. Das Holz des Waldes verglüht zu weißer Kohle und die Niederhöllen von Angrimosch selbst werden hier entfesselt. Der Odem von Pyrdakor befreit. Euer Fleisch pulsiert, schält sich vom Körper. Und dann erhebt ihr euch wieder. Ihr merkt, wie ihr über euch schwebt. Über dem gesplitterten Rest des Berges. Ein paar Steinlawinen, die nach unten brechen. Ihr seid tot. Aber schwebt immer noch, gefesselt an euren Körper. Könnt fassungslos zusehen, wie ihr wankt. Brennend, mit brennenden Leibern langsam nach unten steigt. Rache an den Menschen. Nur dieser eine Gedanke beflügelt euch. Bringt den Tod in die Baronien. Unter euch könnt ihr sehen, wie andere vollkommen verkohlte Zwergenleichname nach oben torkeln, wanken. Allesamt ein Ziel. Bringt den Tod in die Baronien als zwergische Leichname. Und dann könnt ihr über euch den riesigen Schatten von Rassasur sehen. Er erhebt sich und Alagrim, das sinistre, heißbrennende Feuer von Pyrdakor, in sich gebunden. Wir schreiben den 24. Perine, 1027 nach Bosbarans Fall. Die Sonne geht nicht mehr auf. Rußige Schatten haben den Himmel verfinstert und bergen Praios und Maramal. Die Stunde ist ungewiss. Vor euch haben die Untoten Stellung bezogen. Die Stadt riecht nach Waffenbalsam, Angst und Verzweiflung. Von der Aufbruchstimmung und der Rückeroberung der Schwarzen Lande spricht heute niemand mehr. Die Wolke hat sich mittlerweile über euch geschoben. Die ersten Ränder haben in der Nacht euch erreicht. Sie dreut unheilschwanger über euch. Kein einziger Kundschafter hat es bisher von dort geschafft, von den Gefahren berichtet. Keiner kam zurück. Euer Schlaf wurde mitten in der Nacht von weniger Artillerie geweckt. Ihr seid aus dem Schlaf gerissen. Die Zwerge haben die Reichweite ihrer Rotzen, der Katapulte und der Ballisten wohl etwas überschätzt und euch damit geweckt. Nur ein paar Untote konnten sie in Stücke schießen, aber da jeder Schuss 80 Dukaten kostet, hat die Herleitung sich dazu entschieden, die wenig effektive Methode einzustellen. Und mit diesen wenigen Informationen könnt ihr euch rüsten. Ketten anlegen, Schwerter gürten. Die Schlacht beginnt. Ja, während ihr euch gegürtet habt und dann eure Sachen anlegt, könnt ihr wieder nach draußen aus der Taverne heraushechten und seht in die entsetzten Gesichter von Soldaten. Was mögt ihr tun? Na los, Männer! Auf! Wollen wir denn ewig leben? Aufwärts! Schneidet sich nochmal in die Hand und schmiert sich frisches Blut ins Gesicht. Los! Los! Gefechtsbesprechung! Auf die Beine! Alle miteinander! Ein Tag der Wahrheit ist gekommen! Wer noch keine Segnung erhalten hat, der sollte zu den Rondrianern! Aufstellung! Vor die Tore! Vorwärts, Leute! Zu den Pferden! Wir müssen zusehen, dass wir auf unsere Stellung kommen. Richtig. Wir müssen dem Feind in die Flanke fallen. Auf zu den Pferden! Boah, wie Schiss! Genau. Keine Sorge, Ömer. Kurs auf unserer Seite. Wer Angst hat und trotzdem reitet, den liebt Rondra.
So könnt ihr durch die Gassen der Stadt rennen. Überall um euch herum die Soldaten. Sie sind breit gebaut und sie sind sehr gerade, organisiert. Es gibt zwar Panik, vor allem in den Gesichtern der Soldaten, aber trotzdem funktioniert alles. Jeder weiß, wo er hin muss. Es sind viel zu wenig. Ihr betrachtet dann, wenn ihr an den Stellen angekommen seid, könnt ihr über eine der Mauern hinüberspähen, hinüberschauen und sehen, wie die ersten paar Soldaten in kleinen Gruppierungen, in kleinen Bannern, ja, zu den Stellungen laufen. Ihr könnt die Fahnen und die Wimpel im Wind flattern sehen. Es regnet nicht. Zum ersten Mal regnet es nicht. Aber es ist unglaublich dunkel. Der Rand der Wolke liegt, wie gesagt, über euch und verfinstert das Schlachtfeld. Das Zentrum hat euch noch nicht erreicht. Schneller, schneller, wir müssen ankommen, bevor es soweit ist. Ja, los, auf zu den Stellen! Wir brauchen unsere Pferde. Wilmer, hast du dir genug Pfeile besorgt? Ja. Gut, 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 gut. Parfim überprüft nochmal seine Ausrüstung und seinem Gürtel, ob auch alles da hängt, wo es hin soll. Ich habe alles! Dann können wir ja los. Der Magier, seid ihr beisammen? Natürlich. Haben wir euch gerade besorgt, da hinten. Ja, ihr könnt dann gemeinsam zu den Stellen laufen, wo Kiaras ist. Ihr wisst es nicht. Ihr habt ihn irgendwo in der Nacht verloren, hat sich dann wohl auch die Tage über nicht gemeldet, wollte die Pferde noch pflegen und jetzt ist er weg. Wo er ist, keine Ahnung. Dann, ja, schubst ihr euch so ein bisschen beiseite, habt da dann natürlich dann auch als Ritter, als Gaugrafen, irgendwie als Heeresleitung, als Führung, als Helden werdet ihr dann durchgelassen, könnt dann eure Pferde besatteln, ja, was natürlich so ein bisschen dauert, aber ihr bekommt das dann schon hin und dann nach ungefähr 10, 15 Minuten seid ihr bereit. Weitere Soldaten, die mit ihren langen Lanzen, mit ihren Hellebarden an euch vorbeilaufen. Die Stadt lebt, pulsiert, atmet Eisen. Neben euch könnt ihr erkennen, ihr steht wohl gerade in der Nähe des Effert-Tempels, wieder wohl Effernora, die Effert-Geweihte, die ihr vor ein paar Tagen zumindest flüchtig gesehen hattet und auch eine Swafni-Geweihte steht. Neben ihr 50 Torwale, allesamt mit einem roten Kopftuch, wie sie da wohl ihre Kriegstänze aufführen. Eine Rune, die sie sich ins Gesicht geschmiert hat, ein paar Tätowierungen, die aufgefrischt sind und an einem der Arme leuchtet sie sogar. Allesamt laufen sie los. Blutgeschmierte Gesichter, die Runen, die sie sich in ihr Fleisch geritzt haben, leuchten und sie entfesseln ihre roten Bänder. Die Haare wehen im Wind und sie sind bereit für den Krieg. Neben euch andere Kavalleristen, die mittlerweile aufgesattelt sind, die doch sehr diszipliniert, das handelt sich dabei wohl um Horasia, jetzt ihren Weg antreten vor die Tore, vor die Mauern, dieses Osttor. Und so könnt auch ihr dort erst einmal Aufstellung nehmen. Wenn ihr euch einmal ein bisschen orientiert, könnt ihr sehen, dass die Untoten noch nicht ganz herangewankt sind. Sie sind immer noch sehr still. Es ist unheimlich, ihnen dabei zuzusehen, wie sie über dieses meilengroße Feld laufen, schreiten, wanken, in aller Ruhe, aber unaufhaltsam.
Die ersten Infanteristen stehen zumindest schon an den, ja, an der Linie, die gehalten werden soll. Die Kavalleristen warten artig zunächst darauf, dass es so etwas wie eine Linie gibt, dass die Herleitung dann die ersten Signale gibt. Ihr könnt natürlich als Spezialeinheit schon losreiten, aber damit wäret ihr die Ersten. Wir hängen uns direkt an die Ersten ran, die losreiten. Also die ersten regulären. Mhm. Gut. Ja, wie gesagt, nehmt dann so ein bisschen Aufstellung. Ich muss gerade mal gucken. Nehmt doch mal bitte eure Token. Die finden wir hier. Ich schieb sie euch gerade rüber. Ich gebe euch dann den lilanen Helden, die Heldenaura. Dann verkleinern wir die ganzen Token nochmal ein bisschen. Über euch auf einem der Türme könnt ihr erkennen, wie da wohl Answin steht. Und die ersten paar, ja, Führungskommandos gibt. Es geht dann da vor allem darum, dass sich dann die Infanteristen weiter formieren, dass dann da eine unaufhaltsame Schildfront gebildet wird. Gibt da wohl weitere Fahnenzeichen. Daneben könnt ihr auch Nandurion erkennen, der Stratege, der euch jetzt eingewiesen hatte. Ja. Noch passiert wenig. Die Artilleristen, die Zwerge vor allem, die werden auch auf alle Fälle damit beginnen, die ersten paar Brandgeschosse in Richtung der Untoten zu schicken. Wenn sie dann auf die ungefähr 2 Meilen herankommen, dann wird sich da auf alle Fälle dann auch ein paar große Löcher in die fressen. Und wenn sie noch weiter herangekommen sind, könnt ihr auch erkennen, wie sie wohl zwischen den ersten kleinen oder größeren Häuschen, Bauernhäuser, Karten, die hattet ihr natürlich schon gesehen, als ihr auf der Straße entlang gegangen seid, könnt ihr erkennen, wie die sich automatisch entzünden und nachdem sich das Feuer so ein bisschen durchgefressen hat, auch explodieren. Ob die Untoten, scheint das nicht zu kümmern, zerfetzen, ohne dass sie da irgendwie Anteil dran nehmen, bleiben dann auch brennend als Schlackehäufchen liegen. Der stinkt nach verbrannter Haut. Es riecht modrig. Die Wolke zuckt immer noch purpurn, lilane Blitze. Ihr könnt nur noch aus dem Westen so etwas wie Licht erkennen, das Praios mal, aber aus dem Osten nur noch gähnende Finsternis. Es sieht fast so aus, als ob es keinen Horizont gäbe dahinter, nur noch einen wabernden Strudel, als ob dort die Niederhöllen selbst entstünden. Wegstimme bei. Wer noch keine Segnung bekommen hat, möge sie sich abholen! Zu den Rondrianern! Aufstellung! Um 4 Uhr beginnt das Beginn der Scharmützel! Schau mich nach Jalan um und warte auf Anweisungen. Und wir haben unsere Segnung ab. Vorwärts! Ja, ihr könnt euch ein bisschen orientieren, reitet dann an der Außenmauer vorbei und seht dann, wie da wohl auf einem der Pferde sitzt. Loy Löwenherz, der Rondrianer, mit dem ihr schon Bekanntschaft gemacht hattet in den letzten paar Tagen. Hebt mal direkt mal die Hand und zieht neben ihm ran. Rondra zum Gruß. Rondra zum Dank. Ihr seid hier wegen der Segnung, ja? Richtig. Würdet ihr wohl die Ehre haben? Sind eure Waffen geweiht? Das sind sie. Gut. Ich schau mich nochmal zu den anderen um, ob jemand jetzt mit dem Kopf schüttelt. Immer schüttelt den Kopf. Der Kurze braucht noch, aber an dem... Na. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Alles klar. Ich denke, ich möchte auch noch, euer Gnaden. Wir haben bereits gestern oder die Tage über viele, viele Tausende von Waffen gesegnet, aber... gut, es gibt immer wieder ein paar Verzögernde, aber bei euch werde ich eine Ausnahme machen. Wie gesagt, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Dann gebt mir eure Waffen. Etwas Zeit haben wir noch. Das Mythraelsfeld ist viele Meilen lang. Es dauert, bis sie uns erreichen. Ja, ich reiche ihm mein Schwert. Ich reiche ihm meinen sowas von verrosteten Säbel. Er schaut ihn sich an. Das ist schon fast eine Lobeshymne an Belala ist. Er schaut ihn sich an, ist auch wenig begeistert, wird das dann aber auch tun, nachdem er dich nochmal ausgiebig gemustert hat. Und segnet dann die Waffen. Also gut, wo werdet ihr eingesetzt sein? Kavalleristen? Wir werden bei der Reiterei stehen. Bei der Reiterei, aber ihr seid unabhängige Spezialisten, ja? Richtig. Gut. Wir finden heraus, wo es ihnen am meisten wehtut und da werden wir zuschlagen. Also gut, wenn ihr
Ihr seid im Wald, ja? Wenn ihr von den Informationen nichts mehr mitbekommt. Wir haben so etwas wie ein... Nun ja. Wir haben uns gedacht, dass wir Ablösung organisieren müssen. Wir haben es jetzt 3 Uhr. Zumindest haben mir das die Chronisten gesagt. In etwa einer Stunde werden uns die Untoten wohl erreichen. Dann beginnen die Scharmützel. Gegen 5 Uhr wird die Ablösung sein und das Frühstück beginnt. Wenn ihr aus dem Wald das nicht herausschafft, dann versorgt euch dort. Aber für die Infanteristen hier vor Ort gibt es dann Frühstück. Es gibt einen Schlafsegen für diejenigen, die sich wieder hinlegen wollen und die etwas sicher ausruhen müssen. Dafür sorgen dann die Boronis. Verletzte werden an die Pereinigeweihten gegeben und auch die Magier werden sich teilweise darum kümmern, je nachdem, wie sie helfen können. Ansonsten wird ab ungefähr 7 Uhr, also nach 2 Stunden, das nächste Frühstück beginnen, die nächste Ablöse. Ich weiß wie gesagt nicht, was dort im Wald auf euch wartet, aber dies sind zumindest dann die offiziellen Sachen. Wenn irgendetwas schief läuft, dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Deswegen werden wir ja auch in den Wald geschickt. Ja, komm schon, klar. Ansonsten alle 2 Stunden Ablöse. Ansonsten müssen wir modular anpassen, je nachdem, was passiert. Wir warten noch auf die Kundschafter der Aveskirche und die Hexen. Dann haben wir mit euch. Gebt ihnen Saures. Und mit euch. Ja. Hat ihr da alles? Wir drehen nicht mehr um, sobald wir los sind. Na, ich hab für 2 Tage Essen eingesteckt, in mir die Satteltaschen meines Pferdes. Ich hoffe, dass ich sie nicht brauche, aber... Ja. Ich habe Essen und Schnaps und ein bisschen Wasser. Tränke sind dabei. Wir haben alles. Also gut, Semper Fidelis, immer treu. Gibt er euch dann nochmal die Hand zum Abschluss und hat euch dann mit einem Segen und auch einer Waffenweihe dann weggeschickt. Könnt euch dann nochmal ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, in ungefähr einer Stunde beginnen die ersten Scharmützel der Infanterie. Die Kavalleristen reiten immer noch nicht los. Die werden, wie gesagt, noch vor Ort bleiben, um dann später in die Flanke zu fallen. Hat jemand ein Stundenglas? Immer still den Kopf. Nein, zerbrechlich. Leider nicht. Wir werden es von den Signalen abschätzen müssen. Richtig, wenn wir uns auf diese verlassen müssen. Wir sollten einfach gucken, wo die Kavallerie ist, die in den Wald reitet und den anschließen. Die werden da schon hinreiten bei entsprechendem Signal. Wir sind dort drüben. Wir hängen uns direkt an die erste Schwadron, an die losreitet. Ja, so könnt ihr die Außenmauer wieder entlang reiten und schließt euch dann im Norden der gelben, schweren Kavallerie an. Die im Süden wird dann wohl vor allem über die Dergel so ein bisschen versuchen zu verteidigen und da dann, falls da irgendwas einbricht, dass sie da dann die Infanterie verstärken. Ihr könnt auf alle Fälle genau das erkennen, was die Heeresleitung auch schon mit euch besprochen hat. In jedem Banner, also A50 Mann, in jedem Banner gibt es einen Rondrianer, der vor allem in der Infanterie unterstützt und die dann mit Moral verstärkt. Bei den Kavalleristen ist das nicht ganz so gut aufgestellt. Was euch aber auffällt, es sind unglaublich viele Geweihte hier. Unglaublich viele. Die Tempel von Aventurien müssen tatsächlich leer stehen. Das ist das Letzte, was das Mittelreich zu bieten hat. Und so könnt ihr dann ja die nächste Stunde dort bei den Kavalleristen warten. Viele verschiedene Banner, die da zusammengetragen worden sind. Der Nandus-Geweihte hat es wohl schon gesagt. Leute aus Greifenfurt, Leute aus Angbar,